Da habe ich ein halbes Jahr lang mich jetzt voll reingekniet mit all dem, was ich zur Verfügung hatte, mit all dem, was ich weiß und kann und auch Wahlkampf gemacht, aus meiner Sicht, der gar nicht so schlecht war, dann ist man schon sehr enttäuscht. Ja, Thomas Bergner, Platz 3 bei der Oberbürgermeisterwahl. Erstmal die erste Reaktion, ich denke Enttäuschung. Naja, nun bin ich ja Leistungssportler gewesen und die Bronzemedaille ist ja gar nicht so schlecht, wenn man in einem Wettkampf teilnimmt. Nicht? Aber das ist nicht das Ziel gewesen, ganz ehrlich. Also da habe ich ein halbes Jahr lang mich jetzt voll reingekniet mit all dem, was ich zur Verfügung hatte, mit all dem, was ich weiß und kann und auch Wahlkampf gemacht, aus meiner Sicht, der gar nicht so schlecht war, dann ist man schon sehr enttäuscht. Also das ist so. Ich wollte gerade fragen, wie reflektieren Sie denn das Ergebnis? Also wo sehen Sie denn jetzt vielleicht auch Lücken, wo Sie sagen, das hat da gefehlt an der Stelle? Also ich sage gar nicht, was gefehlt hat. Ist eins passiert und das ist in den letzten Wochen ganz klar immer entgegengekommen, gerade so im ländlich geprägten Bereich der Stadt, dass die Bundespolitik sich so rübergelegt hat mit den Themen Energie, Kosten, Inflation, Krieg in der Ukraine und Unsicherheiten, die da waren. Das hat man mir klar gesagt, das hat nichts mit Ihnen zu tun, Herr Bergner, aber wir wollen Protest wählen. Und Protest, haben wir gesehen, wie es ausgeht. Und dann war noch ein Thema, es ist das Thema Sicherheit. Völlig falsch dargestellt worden, völlig überhöht worden von der AfD. Und da sind viele drauf gefahren auf diesen Zug. Und ich war dann der Bad Boy, der da verantwortlich ist seit 2015. Und was ja auch nicht stimmt. Ich habe ja 15, 16 das Thema in der Stadt befriedet. Und jetzt haben wir wieder ein Thema und das werden wir auch wieder hinbekommen. Aber das ist schamlos ausgenutzt worden. Und ich glaube, das war in Summe das Paket. Aber hätten Sie nicht gerade als Ordnung und Sicherheit dann vielleicht nochmal eine Tube dagegen drücken können, vielleicht mit dem ganzen Hintergrund? Naja, ich habe es ja immer wieder versucht, aber es ist ja abgeprallt wie sonst was. Nicht? Und es gab ja da auch gerade in den Podiumsdiskussionen ganz gezielte Angriffe. Und wenn Sie die erleben aus unterschiedlichen Richtungen, da gehen Ihnen irgendwann die Argumente aus. Ich war ja der Einzige, denen das so ging. Ja? Die anderen Mitbewerber mussten sich ja solcher Angriffe und Attacken gar nicht erwehren. Und ich glaube, dass in Summe Bundespolitik und das hat dann am Ende diese 1,6% ausgemacht. Ich wollte gerade fragen, wie haben Sie denn dieses kleine Kopf-an-Kopf-Rennen tatsächlich mit Herrn Schieske dann erlebt, hier so heute am Abend? Na, ich habe ein bisschen gehofft, noch bis zum Schluss, wo noch die Stimmenwahl, Briefwahlbezirke ausgezählt wurden. Das sind ja Wählerinnen und Wähler gewesen, die schon ziemlich zeitig die Stimme abgegeben hatten. Da hatte ich gehofft, weil ich auch so, ich hatte das Bild aus dem Straßenwahlkampf, aus dem Haustürwahlkampf, dass es nicht so knapp wird, was mich betrifft. Ich hatte eigentlich so gedacht, ich habe da einen Bonus aus den letzten Jahren, den ich aber offensichtlich tatsächlich gar nicht hatte. Und insofern, ja. Jetzt kommt es zur Stichwahl in Cottbus. Trotz Ihrer Niederlage gibt es jetzt einen Kandidaten, den Sie unterstützen werden? Das habe ich ja immer gesagt, von Anfang an, weil man ja nie weiß, wie es ausgeht. Ich bin ja durch mein Engagement im Stadtsportbund ganz eng auch mit dem Kandidaten der SPD, ich kann es hier sagen, befreundet. Und ich werde alles dafür geben, dass hier die Stichwahl so ausgeht. Und letzten Endes, wenn der Rathaussessel dann von ihm eingenommen wird, stehe ich mit all dem, was ich weiß und kann, zur Verfügung, um ihn zu unterstützen. Weil das wird das Beste für Cottbus dann sein. Das heißt, Sie versuchen auch Ihre Wählerschaft auf die Seite der SPD zu kriegen? Das ist ja spannend als CDU-Wählerschaft. Ja, das ist ja völlig egal. Hier geht es um Cottbus. Und das ist immer eine OB-Wahl, ist niemals eine Parteienwahl. Und wer das da immer noch nicht verstanden hat, dann herzliche Grüße in die Runde hier auch an alle Wählerinnen und Wähler. Hier geht es um diese Stadt, hier geht es um die Chancen, die wir haben. Und hier geht es nicht um Papier. Ich habe hier das Abzeichen des FC Cottbus und nicht der CDU dran. Darum geht es. Und das werde ich auch weiterleben und alles geben, dass es der Stadt gut geht. Und vielleicht noch ganz persönlich, wie geht es eigentlich mit Ihrem Posten weiter? Wer das nicht so ganz versteht, wie Dezernenten und Oberbürgermeister zusammenhängen, wie geht es persönlich weiter für Sie? Naja, ich habe ja keinen Wahlbeamtenposten. Das ist ja das Gute, wollte ich nie. Ich kann auch nicht abgewählt werden. Ich bin im Rathaus, mache den Job. Da gibt es eine Befristung bis Ende dieses Jahres und das hängt natürlich ab vom neuen OB. Und jetzt habe ich ja gerade was gesagt, der neue OB, wenn das der ist, den ich mir wünsche, dann wird er natürlich das unterstützen, weil er mich auch braucht. Und ich würde gerne weiter zur Verfügung stehen und noch einige Jahre für diese Stadt alles Gute.